Na, da sind wir wieder, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Wir angeln hier ein bisschen in dem See hier und gucken mal, was hier so Schönes kommt. Bisher nur Müll. Na, wie erneut. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was drücken muss, wenn ich das Ding eingesammelt habe. Aber manchmal farmt der automatisch weiter. Gucken wir gleich mal. Okay, ich muss was drücken, okay. So, bisher habe ich nur Müll rausgefischt. Oh, ein zappeliger Fisch, hä? Sehr nice. Du weißt ja, am besten ist natürlich auch ein Beiß parallel. Ein Hecht. 142 cm lang und 15 Köder. Das ist doch schön. Köder ist nochmal schön. So. Den Oktopus, den habe ich leider nicht gefangen. Und den werde ich wahrscheinlich auch nicht fangen. Nicht mit der Angel. Boah, Leute, ist das dann ernst? Na gut, da halt nicht. Aber es ist cool mit dem Abhacken, dass das schneller geht. Oh, was machst du hier? Hast du jemals das Bedürfnis, einfach auf Erkundungstour zu gehen, Dark? Ja, aber hier, was von? Okay, stell dir einfach vor, du hättest ein kostenloses Urlaub gewonnen. Wohin würdest du gehen? Zur Julia Megamon. In eine dunkle Höhle, in einem alten, knörrigen Wald. In eine dunkle Höhle. Aber hier unten ist halt immer das Fragezeichen. Zur Julia Megamon. Weiß nicht, ob das bedeutet, dass immer das Letzte, das mit dem Weiterführenden ist. In eine dunkle Höhle. Ich probier's mal hier. Oh ja, das klingt wundervoll. Naja, okay, Spaß dann. Das Letzte muss man nehmen. Immer. Also da, wo das Fragezeichen ist. Sonst hat man leider die Sequenz verkackt mit den Leuten. Ein bisschen schade, finde ich das. Naja, nicht rumheulen, wa? Also, wie gesagt, das Letzte hätte man machen sollen. Immer da, wo das Fragezeichen ist. Ja, der Fisch ist aber auch ein windiges, schlüpfriges Ding, ey. Ist unglaublich. Kann sich mal entscheiden. Was ist denn das für ein Vieh, hä? Ein Hecht? Was? Ein wilder Hecht. Hüte? Ich könnte einen Hut mitnehmen. Gute alte Kappe. Sie hat wohl eine Menge durchgemacht. Oder Südwester. Du hast du zwei Stück. Jetzt weiß ich nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Dann gar keins. Ich brauche das Silo. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Damit ich mir das teure Heu nicht selber kaufen muss. Sondern dass ich anbauen kann. Aber ich würde das sagen, hier muss doch irgendwo die komische Short sein von ihm, oder? Vielleicht soll ich einmal zu mir hingehen und ihn fragen, wo hat er sie denn verloren? Wäre das eine Idee? Ich bin bisher eigentlich überall gewesen. Ja, bei der Abenteuergilde da hinten war ich noch nicht gewesen. Da kann ich dann gerne morgen mal hingehen. Da ich ja meine alten Schwerter und so weiter verkaufen muss, meine Ringe, meine Schuhe, das geht halt nur da. Ja, Holz muss ich sowieso farmen für Silo. Da brauche ich noch ein bisschen was für. Manchmal sind es zwei, manchmal eins. Abgesehen, bei der Erschöpfung passiert anscheinend gar nichts. Außer, dass ich halt wirklich nichts mehr machen kann. Bei Harvest Moon, Leute, ne? Ist man halt damals umgekippt. Und dann in der Klinik wieder aufgewacht. Mit dem schlechten Ruf beim Arzt, man hat es übertrieben. Ach, super. ja, okay. So, nicht voll. So, die Hühnchen, die kriegen wir noch ein bisschen Heu jetzt. Oh, Sepp versucht zu schlafen. Versucht? So.
Ach, sind die süß! Wir werden mal eine Kiste benutzen. Haben wir irgendwo eine halbleere? Die hier. Dann kann ich das nochmal wegmachen. Ist doch nicht so gut, hm? Oder zumindest nicht so viel Platz. Ja, ja, ich weiß. Spann dich. Da. Da wollen wir erstmal alle Tiererzeugnisprodukte reinpacken. Mieze. Gibt keine Herzen, glaube ich. Man hätte schon längst ein Herz bekommen. Sammeln Stufe 5. Wähle einen Beruf. 5 Förster. Holz ist 50% Mehrwert. Oder Sammler. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ist der Ertrag gesammelter Gegenstände verdoppelt. Wähle einen Beruf. Holz ist 50% mehr wert. Bedeutet das, ich bekomme 50% mehr Holz? Für mich eigentlich nicht, ne? Für Holz ist 50% mehr wert. Das heißt, wenn ich es verkaufe, kriege ich mehr Gold. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ist der Ertrag gesammelter Gegenstände verdoppelt. Ich würde lieber den Sammler nehmen. Weil ich verkaufe das Holz nicht. Wenn allerdings das gehießen hätte, dass wir 50% mehr Holz bekommen, hätte ich natürlich den Förster genommen. Na gut, ganz klar, morgen sonnig, klar und sonnig morgen. So, es gibt Zeit für einen schönen Tipp. Lasst uns über Mais reden. Er ist eine etwas ungewöhnliche Pflanze, weil er ganze 2 Jahreszeiten überdauert. Das ist richtig, während die meisten Pflanzen beim Wechsel der Jahreszeit sterben, lebt der Mais weiter. Du kannst ihn im Sommer und im Herbst anpflanzen. Los, pflanz einfach mal ein wenig Mais an. Gut. Ah, die Sprinkler sind schon eine coole Sache, ne? Muss ich sagen. Das ist eigentlich schon nass, ne? Ja, glaube schon. Mieze, lass sie mal streicheln. Wasser. Guten Tag. Ah. Wo sehe ich denn meine Tierchen? Können wir ja mal sammeln. Ah, guck mal, da kann man immer ein Dings auswählen. Ah, okay, das ist Berufe. Verstehe, verstehe. Okay, also leider. Oh, was haben wir hier? Verdienen 15.000 Gold und fangen 10 verschiedene Fische. Ah, ja. Ich denke, die sind noch ein bisschen zu klein, um ein Ei zu legen. Das ist aber in Ordnung. Wachset und gedeiht, meine Lieben. Wachset und gedeiht. Was wir erstmal machen werden, ist ein bisschen hier Müll entsorgen. Was? Habe ich nicht verbessert? Hä? Ha. Das ist ja ulkig. Seine Shorts. Nun ja. Was machen wir? Wir gucken uns erstmal im Dorf um, ob wir hier wieder eine schöne neue Mission haben. Oder ob wir... Ja, wunderbar, eine neue Mission. Ob wir in die Mine gehen können. Ich hätte gerade so gerne Gotteslachs. Bitte komm damit bei mir vorbei. Alter, ich weiß nicht mal, wo Gotteslachs zu finden ist, du Lutscher. Was ich gerne machen würde, ist zum Bürgermeister gehen und mir da mal fragen, wo er seine komischen Shorts verloren hat. Ich muss 20 Minuten zu warten. Müssen wir aber wohl. Guten Morgen! Gärtnern ist eines meiner Hobbys, deswegen freue ich mich schon auf das warme Wetter. Okay, er wird mir nicht sagen, wo er seine Shorts verloren hat. Dann gehen wir bei der Abenteuergilde vorbei und werden wieder in die Mine gehen. Gotteslachs, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wo man Gold markieren und so weiter kriegen kann. Das, was mir halt mal gesagt wurde. Im Fernsehen. Ich glaube ja alles, was im Fernsehen kommt.
Aber durch die Spitzhacke müsste ich die Steine relativ easy kaputt machen können. Also, ich habe hier gesehen, dass ich die Steine wesentlich einfach schneller kaputt gemacht habe. Zwar funktioniert das mit der Dings dann nicht so richtig, mit der Axt. Aber wir gucken mal. Aber hier kann ich das vielleicht kaputt machen. Kann ja nicht wahr sein, ey. Unglaublich. 60. Okay. Hier könnte man noch angeln. Werde ich später sicherlich mal machen. Tatsache. Viel schneller geht's kaputt. Ich sehe meine Energie gerade nicht, aber ist okay. Ich cheate wohl, deswegen zeigen sie mir die nicht mehr an. Doch jetzt 238. Ja, ich weiß, ich kill euch ja gleich. Wartet. Ah, die Waffe ist wirklich awesome, ey. Heieiei. Ist ja wirklich super geil. Ah, super. Yay, kommt her, Fledermäuse, hä? Huh? Oh, nice. So schnell gekillt. Ah, kostet natürlich immer wahnsinnig viel Zeit, ne, Leute? 2 kommen noch, höre ich doch. Oh, 3 sogar. Gut, der Fluch. Wow, okay. Kommst du vorbei? So in Ordnung. Dann komme ich dann auch vorbei. Ah, wo kommt da noch eine? Ich hätte ganz gerne mehr Monsterfleisch. Für mehr Köder. Ah, ich war bei einer Reuse heute noch nicht gewesen. Ah, das muss ich echt. Darf ich nicht vergessen. Eine Winterwurzel. Auch mega viel Gold werden, eine 70. Aber die werde ich erstmal den Wichteln spenden. Wisst ihr, was mega cool ist? Dass schon lange keine dunklen Passagen mehr kamen. Und dass wir diese Waffe bekommen, nicht so gut. Eine Zwergenschriftrolle 3. Dann gibt es noch eine Zwergenschriftrolle 2 und 1, die ich noch nicht bekommen habe. Ey, super geil, dass man die so schnell kaputt machen kann. Macht natürlich alles viel, viel schneller. Viel, viel schneller. Da hinten haben wir noch eine. Schleim und Harz. Ah, die bringen manchmal aber diese Jade-Dinger auch noch. Die zu killen ist schon praktisch. Oh, der greift mich doch nochmal an, oder? Oh, Gott sei Dank nicht. Jetzt dann nur lang? Nö. 41er Crit. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Eine kleine Fledermaus. Ernsthaft? Komm ich vorbei? Nice. Wow. Geht mit euch verkehrt. Richtig aggro, ey. Ich hab schon wieder so eine komische Essenz bekommen. Das bringen die, das droppen die Geister. Ich komme da gar nicht lang, ne? Weil da ist dummerweise die Dings ge... Oh, nice. Die sind richtig aggressiv geworden. Die Viecher hier. Nee, ich schloen. Schloen. Das ist eklig. Ich bin so ein Lutscher, ey. Ohne Schrott. Gibt's gar nicht, ey. Meine Güte. Ah, die kommen auch wirklich... Genau dahin, wo du halt nicht hinschlägst. Das ist so super ätzend. Ja, im Kampf muss ich noch besser werden. Ah, es wird schon noch, es wird schon noch. Den Dinger kaputt zu machen, hört sich so gut an. Ah, cool.
Oh, hier haben wir wieder was Schönes. Ja, dann, ne? Jo. Super cool, ey. Sie ist schon kaputt gehen. Zwei Höhlenkarotten. So, nacheinander jetzt alles abschreddern hier. Fledermaus noch killen. Muss ich echt immer wieder neu positionieren, ne, bei den Viechern? Wir sind immer ganz gerne von da kommen. Wo du halt nicht hinguckst. Nice, eine Winterwurzel. Guckt euch mal diese aggressiven Viecher an. Abartig, oder? Ich kann es ja verstehen, aber. Hier, hier, hier. Super aggressiv geworden. Hat was zu essen? Ja, ich habe Gewürzbier, ich habe so viel Zeug dabei. Ja, hier kommen gar keine von diesen Sandwühlern mehr, ne? Was haben wir da Schönes? Oh. Items, die for free für mich rumladen, ist doch geil, oder? Komm her hier! Zwei Items, die for free für mich rumladen, das war gut. Ah ja, klar, ein paar mehr. Ein paar mehr Treppen noch. Ach, das hört sich immer so gut an, die kaputt zu machen. Eine Omnigeode. Mhm. Ist aber Zufall, glaube ich, dass die mal rauskommt. Wenn aber da schön ist. Achso. Nein, ich bin so ein Opfer. Dann hätte ich sowas von verdient. Oh, Topaz kann ich gar nicht mehr mitnehmen. Eine Bleirute. Was? Arschstein, ne? Tschüss. War schön gewesen mit dir. Das ist aber sowas von Höhleneingänge, oder? Guck ich das mal an. Es ist 19.40 Uhr draußen. Wir sind bei 18 Minuten der Videozeit. Das sieht bisher ganz gut aus. Sehr nice. Wieder eine Tasche. Da habe ich noch eins gesehen, oder? Ja, runter. Ist in Ordnung. Meine, glücklicherweise kann man die ganzen Level ja noch komplett neu machen. Man könnte halt von 0, von 1 bis 100 komplett durchrushen. Wenn man genug Ausdauer hat. Boah, nice. Diamant, ne? Der hat mir 750 Gold bringt. Ah, edle Wicke, komm weg hier. Oh, ein Diamant. Noch einer. Ne, ist kein Diamant. Ach, das liebe ich ja immer. Diese Kisten da hinten. Diese Massen an Kisten hier hinten. Super geil. Ein Aquamarin. Aquamarin. Das Hartholz möchte ich nicht mitnehmen. Kann man das Harz dafür wegmachen. Ja, sieht ganz gut aus. Eins noch, dann haben wir die nächste Ebene wieder erreicht. Ein bisschen rumlaufen. Ich denke danach werden wir auch nach Hause gehen. Dann sehe ich noch Eisen. Noch eine gefrorene Träne, gefrorene Gerode.
Wäre ganz cool, wenn ich noch eine Stufe höher kommen würde. Können wir den Safe speichern. Die 5 Etagen, die wir gemacht haben. Noch zusätzlich. Mal gucken, ob das Glück uns Holz ist. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Wunderbar. Ich denke, ich werde das nicht mitnehmen. Aus dem Grund, dass ich einfach keinen Platz mehr habe. Oh, ich habe Golderz gefunden. Nice, woher das denn? Ich darf es halt nur nicht vergessen, dann, dann überhaupt mitzunehmen, ja. Schon ganz wichtig. Dann später. Ach, herrlich. Ein Diamant. 750 Gold kriege ich dafür, werde ich direkt verkaufen. Ich muss hier ein bisschen Kohle machen. Ich brauche das Silo. Dann Weizen anpflanzen, das ist nicht günstig. Vor allem das Heu ist halt wirklich wahnsinnig teuer, wenn man es selber kaufen würde die ganze Zeit. Ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich für Silo brauche. Das wäre ganz cool, wenn es irgendwo stehen würde. Dass ich nicht, aber ich gehe einfach mit 300 von beidem dahin. 300 Stein, 300 Holz und 4000 Gold, das weiß ich, dass es 4000 Gold gekostet hat. Das weiß ich auf jeden Fall. So. Dann schmeißt den Diamant drin. Mal wegen die Gewürzbeeren, Eisenerzen nicht. Filamentsflügel, Quarz können wir reinpacken. Schleimlicht, Kupferherzig, Gefrorenige oder auch nicht. Jade können wir reinpacken. Lass mal auch erstmal Topaz. Aquamarin. Na, würde ich sagen, bringen wir das nächste Mal was ins Ding jetzt hier, wa? Würde ich sagen, hä? Ins Museum. Habe eine Bleirute bekommen. Unglaublich schwer. Alles voll, ey, das ist Wahnsinn. Ja. Schlafen. Mieze. Es wird spät. Oh, 0 Uhr schon. Wähle einen Beruf für die Minenarbeit. Minenarbeit plus ein Erz pro Vene. Oder Geologe. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit tauchen Edelsteine in Paaren auf. Minenarbeiter oder Geologe plus ein Erz pro Vene. Ich denke, der Geologe ist da das Effizientere. So, sammeln kriegen wir... Oha, so viel, ey. 160 Gold für Sammeln, 2 Gewürzbeeren und hier... So gut. So gut, 1290 Gold, das ist viel. Das ist eine ganze Menge, finde ich. So, wir machen erstmal ganz kurz eine kleine Pause, meine lieben Freunde. Unser Geld wächst und wächst. Sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder von Stardew Valley. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.